Hallo, willkommen zu Let's Play Dark Messiah of Might and Magic mit mir, Fro Goggy. Hab ich Bock aufzunehmen. Heilige Scheiß. Sepp, da springt mich glatt ein Malatrack an. Ja, ich will auch kuscheln. Wie geil. Hab ich Bock. Warte mal. Da ist wer. Sag mal zu dem Hallo. Nee, ich glaube, das sollte man ein bisschen ruhiger angehen, ne? Nicht mit so viel Hast. Wir haben hier unter Deck ja ziemlich viele Begegnungen gehabt mit Leuten, Nekromanten und solchen dunklen angezogenen Rittern. Wie nennt man die nochmal? Waren das Dunkelritter? Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir den einen oder anderen voll in die Arme gelaufen und das will ich nicht unbedingt hier auf Deck wiederholen, sage ich mal. Halt! Da war ja was! Lass mich noch kurz deinen Kollegen hier aufspießen, ne? Daneben! Es sind so viele! Viel zu viele! So, fangt mal euren Kumpel! Kumpel? Ist nicht, ne? Über die Reling, über die Reling! Der auch noch! Du auch! Ha! Der Weg müsste frei sein. Deine hübsche kleine Freundin kann an Bord kommen, ohne sich in ein hübsches kleines Nadelkissen zu verwandeln. Dann lasche ich mal das hübsche kleine Fallrep herunter. Saritz. Saritz. Oh Mann, eine Frau im Kopf. Ich finde das schon super. Mahlzeit. Ja, die sind gerade alle irgendwie baden gegangen. Na? Hatten Spaß. Kuscheln jetzt irgendwo da unten zwischen den Korallen. Finde ich auch schön. Na? Haben sich alle lieb. Was haben wir hier? Mahlzeit. Und sonst noch was? Irgendwas Interessantes? Aha! Eine Glocke. Die bimmeln wir. Und zwar traditionsgemäß mit einer Spitzhacke. Ronk! Wie geil! Wow! Die ist nicht untergegangen, ne? Oh, da ist einer ausgelaufen. So, nochmal jemand. Sabalot. Was? Oho! Ach so, das hätte richtig actionmäßig hier abgehen können. Hier mit so... Und... Wann? Wow! Allerhand. Nehmen wir mal hier an. Und pfeffern's in die Ecke. Willst du auch runterkommen? Du Ding? Ne? Ne, komm. Du bist ein Liebesfass. Da war ich so lange auf der Maustaste. Es tut mir leid. Komm, ich stelle dich hier hin. Das sieht nicht ganz so schmerzhaft aus, oder? Na, egal. Hocker? Kann man nicht nehmen, hä? Kann man nicht nehmen? Das gibt's nicht. Schau mal, Hocker. Ich schnapp mir sogar den Tisch. Ohne, ja, das war's drauf stand. Hey, shit, was war denn das? Bärensaft? Saret, nicht auf die Flasche stehen und dann versuchen aufzuheben. Das funktioniert nämlich nicht. Was ist das hier? Ein Becher. Den gegen den Ölkrug? Okay, der Ölkrug war definitiv stärker. Hatte mehr HP. So, Kiste, dich taufen wir. Der Ölkrug war leer. Das finde ich doof. Reklame. Rot. 3-Sekunden-Regel, würde ich sagen. Das war viel länger. Sorry, die Bakterien. Bakterien. Mhm. Ganz genau. Okay, Realismus pur, aber mein Gott, ich glaube, das soll einfach nicht sein, ne? Ich sag es, deine Klinge, wie die schon wieder aussieht. So geht es ganz bestimmt nicht auf. Ach so, geht das gar nicht auf. Ja, shit, ich will da rein. Hat da einer einen Schlüssel gehabt? Nee, warte mal. Wo soll denn der Schlüssel überhaupt reingehen? Aber... Geht nicht. Dann, muss man nur ein bisschen umgucken. Tür! Auch nicht, ne? Geht nicht auf. Gut, dann halt mal dieses Fallding da, ne? Fallgitter, Gatter, wie hat das genannt? Oh. Und jetzt? Ja, das Lebenspunkt scheint jetzt ein
nicht so viel. Ja, irgendwas mit Lebenspunkte, ne? Und dass ich sie... Das sind nur Kisten. Eins. Oh, ist auch noch eine. Zwei. Hallo, Holde Malz. Na? Der hat mich geheilt. Ich mag dich. Ihr seid erstaunlich, Sarit. Ich befreie die Mannschaft und mache das Schiff seeklar. Haltet diese Ungeheuer von Bord fern. Sie kommen nicht an mir vorbei. Ungeheuer? Das willst du vor dem anderen hübschen Mädchen aber angeben, oder? Oh, oh. Oh, oh. Ich hab 'ne Idee. Komm schon. Hüpp drüber. Hüpp drüber, Sarit. Das kriegen wir doch hin. Alles gut. Nur mit der Ruhe. Okay. Einwandfrei hier an die Ballista. Und... Tolle Ungeheuer hast du da, ne? Tolle Ungeheuer. Bom! Uiuiui, ein Überflieger. Schauen wir nochmal hier. Der bekommt hier eine drauf. Bom! What the fuck? Nochmal einer. Oh, komm mal. Kannst du den fangen? Nee, ging nicht, ne? Schade. Der hat das voll ins Gesicht bekommen. Autschi. Bom! Juhuhui, wie sie fliegen. Wie sie oh, der ging echt daneben. Das muss ich zugeben. Bom! Flump! Bis nach hinten zur Burg. Ja, die haben echt Spaß da hinten, scheinbar. Kriegt das ins Gesicht. Autsch, das muss doch wehtun. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist nicht ganz so human, was ich hier gerade praktiziere. Finde ich nicht gut. Deswegen gehen wir mal mit Schwert und Schild dem Ganzen da an. Jetzt mal hoch hier. Da ist schon einer bereit. Da kommen sie! Da kommen sie! Holde Mai, das tut mir so leid! Das ist gereimt. Wenigstens können sie dich nur einzeln angreifen. Aus dem Weg! Richtig! Kümmere dich mal um den. Ja, genau. Hau besser ab. Autsch! Kann ich auch. Was ist mit dem? Achso, dann hast du flambiert. Auch gut, ne? Sag mal, wer schießt denn da? Vor allem so zielgenau. Holde mal aus dem Weg! So. Genau. Brav heilen. Kannst du auch noch was mit dem tun? Irgendwie. Auch so flambieren vielleicht. Da kommt noch her. Schießt wieder. Ja, wie, wo, was, wie, wo, war, wer? Hey, gute Frau. Können Sie mir bitte aufhören, den Weg zu versperren? Der Lump. Autsch. Endlich mal was Sinnvolles von ihr. Wir sind gleich so weit. Wie sinnvoll? Sie hat leicht reden. Der ist verdammt gut. Aber nicht so gut wie ich. Das war ein Headshot. Was passiert denn da unten? Oh ja, ich muss was beichten. Ich habe meine Maus letztens geschrottet. Und irgendwie ist das Scrollbalken. Irgendwie Scrollbalken? Der Scrollomat. Wie nennt man das denn? Das Scrollrad, genau. Heech. Oh, den habe ich gerade noch gesehen. Kann man den bekehren? Den kann man nicht. Hör auf, die Frau zu beschießen! Wie? Magier von hinten! Was ist das denn? Komm schon, den krieg ich. Und... Schnell weg von hier, ich kann Arantir riechen. Er kommt hierher. Arantir? Riechen? Haha! Okay. Soll er doch kommen! Der Elendige! Ich rupp den um! Wie? Wir haben es geschafft! Auf zur Insel! Ich hätte nicht gedacht, ihr seid erstaunlich. Ich weiß das schon lange. Targon kümmert euch um die Mannschaft. Sarit und ich lichten den Anker. Zu Befehl, Milady. Sarit, würdet ihr mich begleiten? Es ist wichtig. Okay. Krieg ich hin. Aber hier, gute Frau, kein Ding, ne? Routine. Das ist dann ausgelaufen. Okay, dann schauen wir mal, was die hier so gedroppt haben. Ich meine, irgendjemand kann Arantir riechen. Hast das du, Xan? Hast du das gesagt? Ja. Aber soll er doch kommen. Ganz ehrlich. Soll er doch kommen. Da geht die glatt baden, ne? Brathähnchen! Und nochmal eins? Yum, yum. Haben wir hier noch irgendwas? Secrets? Versteckte Sachen?
Dinge. Hüpp. Nope. Ist das ein Schrank? Kann man den aufmachen? Gibt's da Sachen? Ist das eine Kiste? Holen wir den mal runter, ne? Na, Kiste. Dich hat man nicht umsonst programmiert. Das weiß ich doch. Sag's mir. Wie ist deine Geschichte? Nicht so gesprächig, ne? Aber, schauen wir mal. Oh, jetzt versperrst du mir auch noch den Weg. Du willst wirklich zum Mittelpunkt dieses Let's Plays werden, kann das sein? Naja. Da war doch nochmal eine Kiste, wo, hä? Bärensaft. Einfach mal so. Mitten im Geschehen. Boah. Das muss wehgetan haben, ne? Schon. Da war doch nochmal eine Kiste. Da habe ich die echt zerschmettert. Jetzt nehme ich erstmal hier die Pfeile auf. Pfeile auf. Kann ich? Danke. Können wir auch nicht nehmen. Sonst noch was? Leichnam. Entsorgen. Mann über Bord! Bogen. Eieieiei, das tat weh. Kurzschwert, Bogen, bla, brauchen wir nicht. Köcher. Was passiert denn da unten mit dir? Das wollte ich natürlich nicht. Was zum... Ich wollte gerade eben fragen, was unten mit dieser Leiste passiert. Das ist halt einfach nur dieses blöde Scrollrad, ne? Liegt da ein Köcher? Aufi! Sarret! Boah, mach aber doch nicht so einen Schreck hier. Verdammt. Kommst du hoch? Das kriegst du echt nicht hin, ne? Und Luft hast du auch nicht genug. Jetzt komm mal zur Ruhe, sonst verrecken wir hier beim Versuch, den Steg hier zu erreichen. Oh Gott. Ganz ruhig. Ey, das ist mir gerade echt ein bisschen zuwider, was hier unten gerade passiert, ne? Kotzt gerade an. Ich glaube, das nächste, was ich mache, ich kaufe mir eine neue Maus. Das muss ich auch das Scrollrad so schrotten, ne? Heilige Scheiße. Wir sind schon ziemlich unter Beschuss geraten. Achso, du wartest? Dann soll ich ein bisschen warten. Man wartet schließlich 2/3 seines Lebens. Und keinen dieser Pfeile kann ich aufnehmen. Es tut so weh. Na, wenigstens den. Nicht mal den. Boah. Ah doch, da war gerade was. Konnte ich. Ja. Looten. Nehme ich mit. Alles mitnehmen. Da unten ist gerade fettes Bombschaft. Hallo, ich möchte ihn einfach nur mitnehmen, ne? Jetzt kann ich die anderen auch mitnehmen, ne? Habe ich das in der richtigen Reihenfolge gemacht? Nimm doch den fucking Pfeil! Und aktiviere nicht die scheiß Nachtsicht! Ich glaube, die Hardware... Die stellt sich gerade gegen mich. Kleinen Moment noch. Ich muss mal gucken, was mit dem Fallkarte ist jetzt. Ach, das ist offen. Einfach mal so. Ah ja! Why not? Was liegt denn da? Ring des Phönix. Nein, ich will ihn nicht bekehren. Verdammte Scheiße. Ich glaube, so kann ich nicht spielen. Nee, das geht nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine neue Maus. Okay. Ich wollte einfach nur... Die Hardware kämpft gegen mich. Mit dem... Ich trete jetzt einfach nur in die Kiste rein. Ist das okay? Gut. Was haben wir denn? Ich kann nicht mal Zeug aufnehmen. Verdammte Scheiße. Ey, so geht's echt nicht weiter, ne? Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mit dem Fräulein. Dann können wir nämlich nicht so komische Kunststücke da unten veranstalten. Hey, was geht denn ab? Hey, das Scroller... hat sich das beruhigt? Der Scrollbalken da unten ist echt am Arsch, beziehungsweise mein Scrollrad. So, ich kümmere mich mal um dich, ne? Ja, in der Captain-Kajüte. Ne? Wie sie schon da steht.
Es ist etwas Wichtiges. Ich soll kommen, hat sie gesagt. Aha. Okay. Hallo? Gute Frau, ich bin da. Was ist das? Achso. Puh, das gehört nicht zu meinen Stärken. Sarit, als mein Onkel starb, dachte ich, alles sei verloren. Aber irgendwie habt ihr den Kristall zurückerobert. Das Schiff. Ihr habt uns alle gerettet. Ihr habt mich gerettet. Das ist ja widerlich. Weck mich, wenn's vorbei ist. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken und euch sagen, dass ihr mir inzwischen sehr viel bedeutet. Segel gesetzt, Milady. Oh, ja, dann legen wir ab, Tergon. Kann das Schiff endlich ablegen? Diese Kajüte könnte etwas frischen Wind gebrauchen, um die heiße Luft abzukühlen. Xana hat so drauf, ey. Wie geil. Lichtet den Anker. Ah, hier, Ankerlichten und so. Okay. Warum ist Sarit gerade so blau? Ich meine, manche Leute laufen rot an in so einer Situation, aber er ist einfach mal blau, ne? Passiert. Ich werde gleich rot, Sarit wird blau. Was? Achso, das Ding soll sich drehen. Ich stand nur falsch. Okay. Ein bisschen romantische Atmosphäre hier. Fand ich ja ganz nett. Nur Xana gefällt sowas nicht. Die könnte dann kotzen. Das ist ja widerlich. Merkt mich, wenn es vorbei ist. Ihr tanzt göttlich, Lord Arantir. Wir sind alle Teil eines viel größeren Tanzes, meine Liebe. Nur folge ich den Schritten viel länger als die meisten. Schau, schau, seht, wer da ist. Wie nett, euch zu uns zu gesellen, Sarit. Wollt ihr eure Bestimmung erfahren oder euer Verhängnis? Nichts ist, wie ihr glaubt. Das erfährt er früh genug. Nur zu, Leana. Tanzt mit ihm, so lange, wie er es erlaubt. Erstes Opfer. Keine Sorge, Junge. Sie bleibt nicht euer letztes. Okay. Komische Träume hast du, Sarit. Puh. Ja, genau. Unten brav mal durchlesen, was da so abgeht. Finde ich auch wichtig. Das ist also die Tempelinsel. Ja, Sarit. Unser Lager war auf der anderen Seite. Wir haben Glück. Die Insel ist voll von feindlichen Orkkriegern und Goblins. Der Tempel ist mit ihren Tunneln durchzogen. Leider ist der Hass gerechtfertigt. Zauberer haben die Orks im Krieg des Blutmondes erschaffen, indem sie Dämonenblut und menschliches Fleisch vereinigt haben. Sie werden unsere Anwesenheit nicht begrüßen. Am Strand scheinen keine Orks zu sein, Milady. Wir können ihnen hoffentlich aus dem Weg gehen, obwohl sie den Tempel schützen. Los, vorwärts! Nur mit der Ruhe! Jetzt erstmal! Stopp! Nicht so schnell, verdammte Scheiße! Ich wollte eigentlich sagen, wow. Mir gefällt's hier jetzt schon. Boah, wie geil ist das denn hier? Ich hoffe, die... Gut, die warten. Und zwar sehe ich irgendwie ein... Das sollte nicht so weiter sein. Und zwar wegen dieser blöden Scrollrad-Geschichte. Ey, nee, oder? Shit. Ich wollte ihn eigentlich aufnehmen. Das sind Fische. Nee, oder? Geil. Meine ich doch. Boah. Gibt's hier ein Secret? Irgendwas zu erkunden? Ich glaub schon, ne? Das wäre schon geil.
Ich glaube, das finde ich noch raus. Das muss ich jetzt echt noch machen. Irgendwie hier rum schwimmen, gucken, machen. Am besten ohne zu verrecken, Sarit. Ach, da geht's nicht weiter. Ich bin am Rand von der Map, oder? Ja. Nicht so, Sarit. Nicht so. Komm schon. Da kommt man sicher auch nicht rüber, oder? Ey, ja, so geil ist es schon gemacht, ne? Sie nur noch festhalten müssen. Naja. Hoch da. Sarit, bitte geh hoch. Bitte. Oh, der wollte gerade nicht hoch. Leck mich fett. Kann der einem einen Schrecken einjagen? Okay, ich dachte, das war ein Walross oder so, ne? Nie wieder so einen Schreck einjagen, bitte. Ich möchte an Land gehen. Hiermit erkläre ich diese Insel zu Froschgott Island oder so, ne? Oder diese hier. Wenn ich hoch darf, muss ich irgendwie erklimmen, ne? Da geht nichts. Schauen wir nochmal hier hinten. Kann man da? Nein, man kann nicht. Und ich häng auch fest. Geiler Shit! Okay. vielleicht kriege ich mich noch frei. Er bewegt sich. Okay, gut. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es hier auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt ja genug drumherum geredet. Ich muss ja einfach ein bisschen sehen oder halt auch einfach sagen, dass die Hardware da jetzt mir echt einen Strich durch die Rechnung machen würde. Einfach mal cutten, abwarten, gucken und das nächste Mal einfach weiter aufnehmen, weil, oh Gott, es tat mir echt leid mit dem Finger. Shit. Ja, geht da nicht anders, ne? Scheiße, ich hätte echt gedacht, hier mit Scrollrad, ne, gibt's keine Probleme, aber mein Gott, ist ja nicht viel passiert? Aber wir hatten Ärgernis, das möchte ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall, ach du Scheiße! Das wird verdammt lustig, Leute. Oh je, ich hab so Bock drauf, ne? Oh fuck! Naja. Bis zum nächsten Mal bei Dark Messiah of Might and Magic. Mit mir, Fro Goggy. Und hoffentlich nicht allzu viel unnötig sterbenden Lebewesen hier. Ne? Tut mir leid. Tut mir so leid. Alrighty then.